Kollevisia, Hermann Spittendorf, herzlich willkommen in unserem Magazin. Heute fahren wir mit einem Sonderzug von Berlin nach Schwinoujscie, der Schwinemünde und weiter nach Usnam, Usedom. Wir informieren bei der Gelegenheit über verschiedene Pläne des weiteren Ausbaus des Eisenbahnnetzes in dieser Region. Herzlich willkommen. Am 21. August 2021 fuhr am Berliner Bahnhof Gesundbrunnen ein Sonderzug ein. Er brachte eine Gruppe von Eisenbahnexpertinnen und Experten aus Berlin, Brandenburg und Polen zur polnischen Stadt Świnoujście, Schwinemünde. Von da ging die Reise weiter auf Usedom. Als Sonderzug musste gleich am Anfang unterwegs Halt gemacht werden, um einen Zug aus der Gegenrichtung abzuwarten. Diese Musik ist eine besondere. Gespielt wurde die Hymne des Kulturzugs. Denn an Bord des Sonderzugs befanden sich die Organisatoren des Kulturprogramms des Kulturzugs, der an den Wochenenden zwischen Berlin und Wrocław verkehrt. Diese Komposition verbindet mühelos Deutschland, Polen und die Eisenbahn. Benjamin Böse ist 1816 in Liegnitz-Legnica geboren und er war Komponist, Musiker und Dirigent. Und dieses Stück, was Sie soeben gehört haben, ist 1844 von Benjamin Böse komponiert worden. Und zwar wurde es komponiert anlässlich der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Liegnitz-Breslau. Und was auch interessant ist zu wissen, Benjamin Böse war auf vielen Konzertreisen quer durch Europa unterwegs, zusammen mit seiner Staatskapelle. Und er war ebenso, wie sie auch heute, mit dem Zug größtenteils unterwegs. Und was auch interessant ist zu wissen, dass die Musiker von Böses Orchester zu den Gründern der Berliner Philharmoniker gehören. Und der Eisenbahngalopp, den Sie vorhin gehört haben, ist eigentlich zu so einer Art Hymne unseres Kulturzuges geworden. Aber wie ist es dazu gekommen? 2019 hatten wir die Staatskapelle Berlin zu Gast und die Staatskapelle Berlin hat in Legnica zusammen mit Musikern aus Legnica die Hymne, also den Eisenbahngalopp, auf dem Bahnsteig in Legnica gespielt für unsere Fahrgäste. Und im Rahmen dessen ist auch die Idee entstanden, dieses Stück, diesen Eisenbahngalopp extra für den Kulturzug aufzunehmen. Und so ist es dazu gekommen, dass die Staatskapelle extra für den Kulturzug und sozusagen auch für Sie, unsere Fahrgäste, dieses Stück eingespielt hat. Und so ist es auch gekommen, dass das Stück zu unserer Kulturzughymne geworden ist. Bislang gaben die deutsche und die polnische Seite Zuschüsse zu den Fahrtkosten des Kulturzugs. Doch jetzt hat PKP Intercity daran Zweifel. Wir wollen, dass der Kulturzug dauerhaft verankert wird, auch trotz des Eurocity-Wabbels. Und weil er ein ganz anderes Publikum auch anzieht und er ist nicht nur ein normaler Zug, er ist ein Baustein auch der deutsch-polnischen Verständigung, der gemeinsamen Kulturpolitik. Unterwegs hielt der Zug in Tanto. Amtsdirektor Gotzmann lud ein zu einer kleinen Mahlzeit. Dabei erklärte er stolz, wie wichtig diese Zugstation ist. Zu DDR-Zeiten fand hier immer weniger Zugverkehr statt. Die Infrastruktur war degradiert.
Tanto lag direkt an der Grenze zu Polen und wegen der freiheitlichen Überzeugungen vieler Polen sollte der Reisekontakt mit Polen so klein wie möglich sein. Erst 2007 wurde der Bahnhofsbereich modernisiert, es fahren jetzt wieder mehr und regelmäßig Züge. Die Gemeinde baute eine Haltestelle für Busse und Abstellplätze für Autos und Räder. Jetzt öffnete sogar das Lebensmittelgeschäft wieder, der Ort lebt deutlich auf. Für Fotos posierten mit dem Zugführer der Amtsdirektor und mitreisende Berliner SPD-Politiker. Unser Zug fuhr weiter in Richtung polnische Grenze. In der Fahrerkabine hatte unsere Redaktion eine Kamera aufgestellt, die die gesamte Fahrt aufzeichnete. Bis nach Szczecin war die Niederbarnimer Eisenbahn, kurz NEB, verantwortlich. Von der NEB stammte auch der eingesetzte Dieseltriebzug der Serie Link des polnischen Herstellers Pesa. Das ist die einzige Neubauserie von Zügen, die gleichzeitig in Polen und in Deutschland fahren können und dürfen. Ab Szczecin verantwortete die Fahrt das polnische Bahnunternehmen Polregio. Veranstalter der Fahrt war der Fachausschuss Mobilität der SPD Berlin in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Polen. Welche Ziele hatte diese Sonderfahrt? Wir haben eigentlich mehrere Ziele mit der Fahrt verfolgt. Wir haben mehrere deutsch-polnische Projekte auch angesprochen, die wir in der nächsten Legislaturperiode voranbringen sollen. Das ist natürlich das Fahrplankonzept und auch die Beschaffung der Fahrzeuge für Berlin-Stettin. Die Strecke ist ja gesichert, die wird elektrifiziert dank der Beteiligung der Länder Berlin und Brandenburg mit 100 Millionen Euro. Und wir mussten uns verpflichten, sogar 48 Züge zu bestellen. Und wir wollen natürlich, dass die Züge auch über Stettin hinausrollen. Da ist Danzig ein wichtiger Punkt, aber auch Swinoujscie, also Swinemünde und auch das Ostseebad Mistroy, Merzestruje. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wir haben auch noch daran erinnert, an die Ostbahn, zweigleisiger Ausbau, Elektrifizierung. Die SPD hat das in ihrem Wahlprogramm auch verankert. Wenn so viele Züge jeden Tag zwischen Berlin und Stettin fahren sollen, stellt sich die Frage, wer bestellt die neuen Züge und wer fährt dann mit ihnen? Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir ähnlich wie Deutschland und Frankreich im Saarland, Rheinland-Pfalz oder ähnlich wie Holland und Niedersachsen, Bad Bentheim, dass dort ein Fahrzeugpool angeschafft wird. Aber das ist schon fast zu spät. Es bleibt eigentlich nur noch die Zeit, dass wir bei der Ausschreibung, die ja bei uns notwendig ist, einen Vertrag machen, dass es eine Garantie gibt, dass die Fahrzeuge auch von dem Nachfolger übernommen werden. Es wäre auch denkbar, eine Art Leasingmodell bei der Schienenfahrzeugindustrie. Aber da muss dringend der Dialog mit der polnischen Seite erfolgen. An der deutsch-polnischen Grenze wird das Zugradio auf die polnische Frequenz gestellt. Dann fahren wir weiter. Gleich werden wir den unbeschrankten Bahnübergang passieren, an dem Ende Juli des Jahres ein polnischer unachtsamer Lastwagenfahrer in einen Zug der DB Regio fuhr. Das havarierte Fahrzeug liegt noch immer im Graben. Vor einigen Jahren waren sich die Regionalpolitiker beiderseits der deutsch-polnischen Grenze ziemlich einig. Die Fahrpläne für Zugfahrten über die Grenze sollten auf Augenhöhe verhandelt werden. Will sagen, wenn die Deutsche Bahn oder NEB von Berlin nach Szczecin oder Gorzów ohne Zugwechsel mit einem eigenen Zug fahren, können auch PKP Intercity oder Polregio mit eigenen Zügen und eigenem Personal direkt bis Berlin fahren. Davon ist heute nicht die Rede. Für Warschau wurde das offenbar ein prinzipielles Thema. Das haben wir sogar der polnischen Seite angeboten. Wir wollten eine Frühverbindung von Posen nach Warschau von Polregio, die allein von Polregio bedient wird. Aber wir hatten auch schon einen Vertragsentwurf, aber die polnische Regierung hat dem widersprochen, weil sie davon ausgeht, dass Polen noch längere Zeit ein geschlossener Markt sein
wird. Und es ist derjenige, der seinen Markt geschlossen hat, darf natürlich nicht außerhalb seines Landes als Eisenbahnverkehrsunternehmen auftreten. Ist das so? Das gilt natürlich nur für den Personenverkehr. Der Güterverkehr ist durchaus liberalisiert. Aber Deutschland könnte doch trotzdem sagen, dass es uns egal, wir erlauben denen das. Ja, das kam von der ist es uns auch egal. Das kam von der polnischen Regierung. Genauso wie PKP Intercity streng darauf achtet, dass in Frankfurt-Oder oder in Szczecin der Zug von der DB Fernverkehr übernommen wird und natürlich mit großem Aufwand auch das Personal ausgetauscht werden muss für das kurze Stück. Der DB-Zug sieht wirklich arg ramponiert aus. Man kann nur immer wieder warnen, Augen auf am Bahnübergang. In Szczecin-Gumieńce steigt der Vertreter von Polregio in die Fahrerkabine. Ab jetzt ist das sozusagen ein polnischer Zug. Jetzt runter. In Frankreich war es ja auch eine Zeit lang so, aber man hat jetzt verschiedene Verträge abgeschlossen, auch Staatsverträge. Das gilt sogar für den Güterverkehr. Deutsche Lokführer können bis Metz und weit reinfahren oder Nancy reinfahren. Und der TGV und ICE wird ja oft mit gemischten Teams auch, SNCF und DB, besetzt. Das wäre natürlich auch wirtschaftlich, wenn wir sowas bei Berlin-Warschau-Express hätten. Im Zug geben einige Teilnehmer der Reisegruppe den mitreisenden Journalisten Interviews. Ja, ich bin optimistisch, dass wir auch noch mehr Fernverkehr hinlegen zwischen Polen und Deutschland. Und da haben wir gerade auch, ich sag mal, zu den westeuropäischen Nachbarn Deutschlands noch großen Nachholbedarf. Ankunft am Stettiner Hauptbahnhof. Es taucht ein unerwartetes Problem auf. Polregio hat er verstanden, sie sollten nur einen sogenannten Piloten in die Fahrerkabine schicken und unter dessen Aufsicht fährt der Deutsche selber weiter. Doch dieser erklärt, er muss gesetzliche Ruhepausen einhalten. Bei der Verständigung hilft moderne Übersetzungstechnologie. Ab hier sollte ein neuer Lokführer kommen. Powinien stąd przyjechać nowy maszynista, okej. Maszynista niemiecki czy polski? Jesteś na szóstce? Polski. Die Vertreter der beteiligten Firmen telefonieren hektisch hin und her, doch schließlich findet sich eine Lösung und die Fahrt geht weiter. In Szczecin ist ein polnisches Musikerduo an Bord gekommen. Jetzt zeigt die Technikausrüstung des Kulturzugs ihre Leistungsfähigkeit. Damit in allen Teilen des Zugs die Musik gleich gut zu hören ist, wird sie durch eine kabellose Radiotechnik übertragen. Wer einen Kopfhörer aufsetzt oder einschaltet, hört die Musiker in schönstem Stereo. Mamy dzisiaj Macieja Kazubę i Olka Różanka na pokładzie pociągu, także zaraz dostarczymy więcej informacji. Macieja Kazubę. Tatsächlich sind die Musiker selbst aus nächster Nähe kaum zu hören. Jetzt halten wir einen Kopfhörer vor das Mikrofon der Kamera. Na, wie wird das klingen? Ich versuche. Polska piłka żyła chwilką. Włochy, Brazylia, Benelux. Cały świat grał w orła cieniu, w orła cieniu.
Ein großes Bravo für die polnischen Musiker und für die tolle Technik des Kulturzugs. Er sollte wirklich regelmäßig weiterfahren, auch in 2022. Die Fahrt geht weiter. Experte Jürgen hat weitere Gedanken über den Ausbau der deutsch-polnischen Bahnverbindungen. Wir haben ja der polnischen Seite vorgeschlagen, dazu gibt es auch eine Studie, dass wir im Zwei-Stunden-Takt vom Flughafen BER über Berlin nach Stettin, nach Świnoujście fahren. Da gibt es auch noch zwei wichtige Städte, nämlich Golinjow, ein wichtiges Entwicklungszentrum, und Mistroj, auch ein beliebtes Bad bei den Berlinern. Und wir hätten sozusagen eine Entwicklungsachse bei der Metropolregion, die wir auch mit diesem Regionalexpress fördern könnten. Es wäre sogar denkbar, dazu gibt es auch eine Studie, dass man, wenn die Strecke von Cottbus nach Horka elektrifiziert ist, dass man einen durchgehenden Intercity oder einen Airport-Express macht von Breslau über BR Berlin bis nach Stettin. Das wäre sehr wirtschaftlich, weil man auch weniger Fahrzeuge benötigt. Leider sind durch die Bauarbeiten, die laufen und die anstehen, erstmal keine großen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Oderbrücke bei Kostschin bleibt ja bis Dezember 2022 gesperrt. Und es beginnt natürlich auch bald die Zeit der Vollsperrung, wahrscheinlich 2023, der Strecke Berlin-Stettin, wenn die Elektrifizierungsarbeiten beginnen. Und da muss man sich sicher ein Konzept ausdenken, damit es für die Reisenden halbwegs attraktiv bleibt. Dann ist immer die Gefahr, dass man sehr viele Fahrgäste verliert durch den Schienenersatzverkehr. Es geht ja nicht nur um Berlin-Stettin, es profitieren auch die wachsende Zahl der Pendler aus der Uckermark. Ja. Viele Züge werden auch zwischendurch halten in Krasiko, in Passo Tanto. Wir haben auch vereinbart, dass die Bahnsteige verlängert werden, dass wir auch längere Züge haben, um die Pendler auch bis nach Berlin reinzubringen. Wir sind in Świnoujście angekommen. Direkt neben dem Bahnhof liegt das Schiffsterminal. Von hier fährt unsere Reisegruppe mit der Fähre auf die Insel Usedom, wo der andere Teil Schwinemündes liegt. Experte Jürgen findet, diese Nähe zwischen Bahnhof und Schiffen ist ideal für weitere touristische Pläne. Die Strecke nach Świnoujście, also eine Verlängerung der Züge nach Świnoujście, bietet natürlich auch für die Reisenden, die eine Fähre benutzen wollen, die also ein bisschen Zeit mitbringen oder die ihr Fahrrad nach Schweden mitnehmen wollen, auch eine hervorragende Möglichkeit. Denn man kann in Świnoujście bis direkt ans Fährterminal von Pool Ferries heranfahren. Wenn man aussteigt, ist man schon im Check-in-Schalter, während man in Rostock Kilometer durchs Hafengelände mit seinem Koffer muss. Und leider hat ja Mecklenburg-Vorpommern auch für Mukran, Trelleborg den gesamten Schienenpersonennahverkehr abbestellt. Und sehr preiswert. Also man kann das Berlin-Stettin-Ticket nutzen und dann sind etwa 16, 17 Slotti, also 4 Euro notwendig. Und man ist schon auf der Schwedenfähre. Das ist ein unschlagbarer Preis. Früher führte eine normalspurige Eisenbahnstrecke vom Westteil Schwinemündes zum Kurort Heringsdorf. Die Hauptstrecke bog von Schwinemünde ab zum Ort Karnin, heute ein Ortsteil der Stadt Usedom. Am Ortsrand von Schwinemünde befindet sich heute die deutsch-polnische Grenze, sodass die Bahnstrecke heute auf deutschem Gelände liegt. Aber in Karnin musste die Bahn eine 360 Meter lange Brücke überqueren, um dann zum Hauptgleis nach Berlin zu kommen. Doch diese Brücke wurde 1944 gesprengt und nicht wieder aufgebaut. Deshalb wurden auch die Bahnschienen abgebaut. Einzelheiten erklärte während der Fahrt der Vorsitzende des Vereins der Eisenbahnfreunde Usedom. Das ist das Gebiet der Eisenbahn, das gehört der DB Netze. Ununterbrochen, es ist nach wie vor die nicht entwidmete Trasse der alten Eisenbahn Berlin-Duchow-Swinemünde-Heringsdorf. Heringsdorf war immer die Endstation. Also jetzt eine volkswirtschaftliche Begutachtung durchgeführt werden. Und das wird im ersten Quartal stattfinden. Und dann sind wir wieder gefragt, die Politik, die Basis. Okay, soweit? Meine
ministerstwo, czyli rząd landu, asygnował prawie 3 miliony euro na rzecz przygotowania wstępnego studium wykonalności tej trasy. To się działo w ubiegłym roku, pod koniec roku, od grudnia. 7-osobowa grupa inżynierów Deutsche Bahn Netz jest w trakcie przygotowania tego, czyli obliczenia, ile by kosztowało, czy to jest możliwe, jakie problemy i tak dalej. Pod koniec tego roku to ma być gotowe, przygotowane i na tej podstawie potem mają nastąpić dalsze kroki. Cała trasa, o której mówimy, ma 38 km długości. Wir wollen Swinemünde auf der Usedomer Seite und auch die Insel Usedom, besonders im Osten, über die Kanemabrücke sehr schnell anbinden. Das wäre auch eine klimapolitische Maßnahme, denn wir können die Fahrzeit von 4 Stunden auf 2 Stunden reduzieren, wenn die Strecke wieder aufgebaut wird. Man will bis zur Stadtgrenze Swinoujscie die alte Trasse verwenden. Die ist ja auch noch teilweise planfestgestellt, wurde niemals entwidmet. In Swinoujscie müssen natürlich neue Lösungen gefunden werden. Da einige Ecken schon verbaut sind, da wird man wahrscheinlich eher am äußeren Stadtrand die Linie trassieren müssen. Es gibt schon Untersuchungen der UBB, was wie eine mögliche Trasse aussehen könnte in Swinoujscie. Ein Mitglied des Vereins der Eisenbahnfreunde bringt uns mit seinem Boot an die frühere Eisenbahnbrücke, die seit 1944 als gruseliges und dennoch imponierendes Wrack mitten im Wasser steht. Sie ist eine Hubbrücke. Wenn ein Segelschiff unter ihr durchfahren wollte, mussten die Schienen auf die obere Position gebracht werden. Wir bauen jetzt im Usedomer Heimatmuseum, was gerade entsteht, Stadtmuseum, da bauen wir eine Brücke in dem Maßstab. Und da brauchst du nicht zu schreiben, das ist selbsterklärend, wenn du das Schiff vor diese Brücke stellst. Da brauchst du also 28 Meter. Das ist ein bisschen Tide. Ob Teile der alten Brücke für einen Neubau genutzt werden können, ist noch unklar. Aber eins ist sicher, ohne eine neue Brücke kann kein Zug von Schwinemünde auf dem kürzesten Weg nach Berlin fahren. Bis heute liegen Reste der alten Brückentrümmer im Wasser. Diese sollten sicherlich bei einem Brückenneubau weggeräumt werden. Was jetzt oben ist, das war das Gleisbett. Ja, aber auf welcher Höhe ist denn der hinterher gewesen, wenn kein Schiff fuhr? Wenn kein Schiff fuhr, hier unten, hier auf der Höhe. Wir gucken hier gleich durch. Wofür ist das überhaupt gut hier? Das ist dieses Mannschaftshaus, Maschinenmannschaftshaus. Die ist 24 Stunden, also 3x8. In den Schichten ist sie hier betrieben worden. Swinoujscie ist inzwischen auch eine beliebte Stadt des Tourismus, auch für die Berliner, nicht nur Ahlbeck und Heringsdorf. Und die polnische Regierung unterstützt sogar das Projekt als mittel- bis langfristig, weil die Ausbaumöglichkeiten auf der Wolliner Seite bald ausgeschöpft sind. Besonders wenn es daran geht, neue Container-Terminals zu errichten, wird das auf der Usedomer Seite nur möglich sein. Da wird also auch Potenzial sein für ein Güterverkehr. Da es gar keine Verbindung zum PKP-Netz ist, würde das Wirtschaftlichste natürlich sein, wenn die gesamte Kurve durch Swinemünde bis Heringsdorf mit deutschem Wechselstrom ausgestattet wird. So ähnlich wie wir uns ja auch geeinigt haben, dass erstmal Görlitz mit polnischem Gleichstrom auch angebunden wird. Kurze Erholung am Strand von Swinemünde. Auch die polnischen Mitreisenden waren über das Programm begeistert. Takie połączenie Berlin-Szczecin-Świnoujście. Pociąg bezpośredni jest szybkim pociągiem i na pewno wielu mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego chciałoby skorzystać. Sicherlich würden auch viele Leute aus Szczecin und Westpommern eine direkte Zugverbindung Berlin-Szczecin-Świnoujście nutzen, wenn der Zug schnell fährt ohne viele Halte. Toll fand ich den Auftritt der Musiker live an Bord des Zuges, diese Idee des Kulturzugs. Das ist für mich was Neues, sowas hatte ich noch nie erlebt. Na żywo, a tymczasem zespół śpiewający w pociągu był bardzo ciekawym, nowym elementem i bardzo podobał mi się ten występ.
Für heute ist das alles in unserem Programm. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.